Wozu sind wir eigentlich hier? Was soll das Ganze? Was machen wir hier? Es geht primär um Erfahrungen. Das ist erstmal ganz entscheidend. Denn das erleben wir ja ständig. Wir machen hier Erfahrungen. Was erfahren wir? Uns selbst, unseren eigenen Geist. Denn der ist die Quelle der Traumerfahrung. Es ist eine Art Traum. Der Kurs in Wundern ist da eindeutig. Nichts Absolutes, Letztes, Höchstes. Es wird vergehen. Aber auf dem Weg zum Höchsten und Absoluten und Letzten und Transzendenten, zur Ewigkeit, brauchen wir offenbar diesen Erfahrungsweg. Wir haben ihn gewählt. Er ist ja da. Das zu leugnen wäre dumm. Wir arbeiten also mit dem Konkreten. Die geistige Welt tut das in Bezug auf uns. Sie holt uns dort ab, wo wir zu sein glauben. Der Engel ist jetzt da. Der Schicksalsengel. Der Lebensengel, der uns begleitet. Der uns durch die Erfahrungsräume hindurchführt. Und uns hilfreiche Impulse schenkt. Der Engel, Jesus, der Heilige Geist, wie auch immer es jeder versteht. Welches Symbol er oder sie auch wählen mag, führt uns durch unsere Erfahrungsräume hindurch. Wir sollen Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, ja, Hesse, Stufen, wunderschön beschrieben, nicht? Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und dadurch zu Einsichten zu kommen. Erfahrungen ständig zu wiederholen, die schmerzhaft sind und nicht zu neuen Einsichten zu kommen, das ist tragisch. Das ist traurig, das wäre einfach nur dumm. Es geht ums Hinschauen, es geht um eine Bewusstheit der Erfahrung. Ja, dass wir bewusst sind, jetzt mache ich eine Erfahrung. Jetzt passiert dir etwas, der Beobachter und Entscheider. Den zu trainieren, sehr wichtig. Eine wichtige Instanz. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist so. Wir müssen also sehen, da ist jemand, der etwas erfährt, ein Erlebnis durchläuft, ja, etwas erlebt. Erlebt, erlebt und er erlebt sich in einer Spiegelung, in einer Traumspiegelung, so könnten wir sagen. Es ist alles, wie wir wissen aus der Geistesschulung, Projektion. Es gibt eine innere Ursachenebene dafür, die liegt in unserem träumenden Geist. Und dann gibt es die Spiegelung dieser Ursache, ja, die wir gesetzt haben durch unser Denken, Fühlen und Wollen, durch Glaubenssätze, wie auch immer das ist, ja. Und dann spiegelt sich das da draußen, scheinbar in einem da draußen, ja, sozusagen. Und dann erleben wir das. Wir wollen eine physische Erfahrung. Obwohl immer etwas Innerliches abläuft. Es ist etwas Geistiges, was sich im Physischen, im Körperlich-Materiellen spiegelt. Und das haben wir gewählt, das lieben wir auch. Wir lieben die körperliche Sensation, den Nervenkitzel. Wir wollen das richtig spüren, ja, über den Körper. Die Erregung, den Schmerz, die Trauer. Alles, ja, es geht immer ganz stark mit dem Körperlichen einher. Man kann das beobachten. Es wird also über das Körperliche auch verankert und auch deutlich. Der Schmerz, ja, Schmerzerfahrung ist etwas sehr Tiefes. Die Lusterfahrung ebenso. Sie gehört dazu. Sexualität, Essen und Trinken, all diese Dinge, Sinneserfahrungen. Wir wollen das. Und jetzt geht es darum, die Inhalte zu beleuchten. Was mache ich denn da gerade? Was tue ich da, was mich zu dieser oder jener Erfahrung führt? Na ja, wenn wir genau hinschauen, können wir sehen, es ist ein Hunger da. Ein Hunger nach Erfahrungen, auf Erfahrungen. Wir sind Hungrige, als würde uns etwas fehlen. Als wären wir nicht gut genährt, als hätten wir keinen Frieden.
Das ist der Motor für alle Erfahrungen. Und da müssen wir auch durch. Man muss die Stufen der Erfahrungswelt sauber durcharbeiten, um auf eine höhere Ebene, eine heilsame, freudige, freudvolle und befriedigende Ebene zu gelangen, dass wir Frieden erleben im Geist. Aber es ist ein Weg, und er führt durch diese Welt hier hindurch, genauso wie sie sich zeigt, wie sie eben jeder erlebt. Und das darf und muss so sein. Das gilt es zu achten. Wir sollten es bei uns selber achten. Diese oder jene Erfahrungsbereiche, die wir durchlaufen haben, mögen sie auch noch schrecklich gewesen sein, sehr unangenehm, um es mal vorsichtig zu sagen. Egal wie das war, auch die Schulderfahrung, eine wichtige, eine Kernerfahrung. Immer wird auch Schuld erlebt. Wir pendeln zwischen der Gefühlswelt von Unschuldgefühlen und Schuldgefühlen hin und her. Wir wollen uns gut und richtig fühlen. Wir laufen Gruppenzugehörigkeiten hinterher. Wir wollen anerkannt sein. Ja, wir wollen bestätigt sein. Und all diese Dinge und uns unschuldig fühlen im Verband, im Gruppenverband mit anderen. Aber dann gibt es da andere Gruppen, die sehen das anders. Und dann merken wir, wir sind im Spannungsfeld von Zugehörigkeiten, die wir auch wechseln. Es ist hochinteressant, wenn man sich das alles anschaut. Bert Hellinger hat zur Gewissensfrage die Gruppenbindung als treibendes Element erkannt. Wenn wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen, ja, und uns vollständig fühlen, dann ist das ein sehr wohliges, schönes Gefühl. Aber da ist ein Schattenbereich. Da gibt es eben auch andere Bereiche, andere Gruppen, wo wir nicht dazu gehören, wo wir im Ausschluss sind, sozusagen. Und dann ist ein Spannungsfeld da. Und dann fragt man sich, wo gehöre ich denn nun hin? Wo ist meine Familie? Wo ist meine Zugehörigkeit, meine Verankerung, meine geistige Verwurzelung? Und solange das hier über Träume definiert wird, über Traumzugehörigkeiten sozusagen, werden wir immer auch einen Schattenaspekt erleben und einen Mangel. Solange wir nicht eins sind mit allen Menschen, mit allen geistigen Wesenheiten, ja, der höheren, lichten, liebenden, geistigen Welt, solange haben wir ein Problem. Wir suchen und gehen besondere Beziehungen ein. Besondere Erfahrungen wollen wir machen, so besonders, wie es Egoman nur besonders sein kann. Denn all das basiert auf der Idee der Trennung, die wir scheinbar zu überwinden versuchen und doch immer nur wieder verstärken, wenn wir den Lehrer des Ego-Denksystems gewählt haben. Die Idee der Trennung, der Spaltung. Welch eine tiefe Erfahrung. Sie ist sicherlich eine der tiefsten, die wir hier machen können. Denn sie führt zum Gefühl von Schuld. Und diese Schuld, die wird als Schmerz erlebt, als ein sündig und schuldig sein und als ein Bedürfnis nach Ausgleich, nämlich nach dem Ruf nach Strafe. Wir bestrafen uns selbst. Ich habe es hier in meinen Podcasts immer wieder angesprochen. Die Selbstbestrafungsdynamik ist eine große, intensive. Sie zu verstehen, ist hilfreich auf dem Weg zum inneren Frieden. Doch bleiben wir nochmal bei der Erfahrung an sich. Die Erfahrung an sich ist immer wertvoll, vor allem wenn aus ihr gelernt wird, wenn wir zu einer Einsicht kommen. Die tiefe Einsicht befreit. Sie kommt oder mündet in den Bereich von Wahrheit, Wirklichkeit, die geistigen Zusammenhänge. Wenn man sie zu verstehen beginnt, ja, geschieht ein innerer Heilungs- und Befreiungsprozess. Dann fallen Irrtümer von uns ab und wir fühlen uns innerlich gereinigt, geläutert und geheilt, zumindest ein Stück weit,
eine tiefe, neue, heilsame Erfahrung. Ein jeder wählt hier selber seinen Erfahrungsbereich. Das, was jeder subjektiv für sich erlebt, ja, den Schmerz oder die Freude oder was es auch immer sei, es ist gewählt. Und nur der Einzelne kann es in sich überwinden. Das gilt es zu achten, gerade auch im Umgang mit anderen. Mit anderen Menschen, ja, denen wir begegnen. Wir müssen sehen, sie haben ihre eigene Verantwortlichkeit für das, was sie erleben, auch wie sie es erleben. Und sie haben die Macht der Entscheidung in sich, die Heilung zu wählen, die Befreiung, eine neue Erfahrung auf einer höheren Ebene. Denn wir sind nicht unsere Erfahrungen, wir machen sie. Sie sind immer Traumgeschehen, letztlich auf Irrtum basierend hier in der irdischen Welt. In der Regel ist das so. Aber wir können den Irrtum durch eine Entscheidung für die Wahrheit überwinden, transzendieren. Das wiederum ist möglich. Und insofern ist jeder Einzelne von seiner Entscheidungsmacht her gefragt, was willst du nun? Willst du die kranke Erfahrung ständig wiederholen und vertiefen? Oder möchtest du Frieden und Heilung eben weiterschreiten auf deinem Weg zurück in das Höchste, den reinen Geist? Eine Erfahrung kann nur sinnvoll genutzt und integriert werden in den eigenen Geist- und Lernprozess, wenn wir sie akzeptieren und nicht bekämpfen, uns nicht dafür verurteilen, dass wir sie gemacht haben. Ich sage es wirklich immer wieder gern, auch wenn es hart klingen mag, jede Erfahrung ist wichtig und wertvoll und unvermeidlich, denn sie ist ja geschehen. Er oder sie hat sie durchlaufen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Die Erfahrung an sich ist eben gegeben. Sie ist gemacht. Und nun geht es darum, ihr zuzustimmen. Fast in gewisser Weise zeitverzögert, wenn wir sie reflektieren. Und sagen, ja, da hatte ich einen Unfall, da wurde ich krank, oder da hatte ich eine Partnerschaft, die war sehr schwierig. Da habe ich ständig Schmerz erlebt und Not. Und man schaut dann neu hin und bittet die geistige Welt um Hilfe, ja, das Ganze im eigenen Innern überwinden zu können, darüber hinauszugehen. Und sich, wie wir im Kurs in Wundern sagen, dafür zu vergeben. Ich vergebe mir all meine Erfahrungen. Ich vergebe mir all meine kleinen Träume. Alles, was ich hier erlebt habe, ist und bleibt Traum. Ich bin nicht der Traum. Ich bin der Träumer meines Traums. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wer dahin kommt, der steht auf der Schwelle zur Freiheit. Ich bin der Träumer meines Traums. Und nun gebe ich diesen Traum ab an die geistige Welt und bitte um Heilung und Vergebungsimpulse in meinem Geist und suche Frieden mit den scheinbaren Traumfiguren, den anderen Menschen, mit denen ich es da zu tun hatte, auf dieser Traumebene. Auch das darf sein. Vergebung für alle, Frieden für alle. Ich will nur Heilung. Will ich das wirklich? Wir müssen uns überprüfen. Immer wieder neu. Denn oft sinnt einer noch auf Rache und will den anderen schädigen, angreifen, zerfetzen, kritisieren. Die konstruktive Kritik ist hilfreich. Sie wirkt befreiend. Die aggressive
Ja, gemeine Kritik wirkt verletzend. Und zwar vor allem in Bezug auf den, der sie ausspricht. Das, was ich dem anderen gebe, gebe ich ja mir selbst. Man muss es sich genau überlegen, was von einem ausgeht. Es wirkt immer reflexiv zurück auf einen selbst. Auch das ist eine Erfahrung. Wir spiegeln uns hier ineinander in den Träumen des einen Gottessohnes, der wir alle kollektiv sind. Das ist schwer fassbar. Das ist ein Weg, den wir gehen, um das zu verstehen und zu erkennen. Darum Geistesschulung, darum 365 Lektionen. Wer sie gemacht hat, weiß ein wenig mehr und kommt zu neuen Erfahrungen. Auf die Geistesschulung, ein Kurs in Wundern, lässt man sich ein oder nicht. Das muss jeder Einzelne für sich finden. Es ist ein guter Weg, ein intensiver, mit neuen, heilsamen Erfahrungen. Wir brauchen heilsame Referenzpunkte in unserem Geist, auf dass wir sie stärken und uns verbinden mit der geistigen Welt, die uns freundlich begleitet auf unserem Weg der Erfahrung. Das macht Sinn. Denn die geistige Welt schaut freundlich auf uns mit allen unseren Erfahrungsbereichen. Ja, es ist, sie hat da keine Vorbehalte. Es wird alles im Zeichen des Erwachens gesehen und verstanden. Jede Regung, jede Bewegung, selbst wenn wir noch einmal zum x-ten Male in eine Sackgasse, in eine Dead-End-Road hineingelaufen sind und wieder Schmerz erlebten. Irgendwann zündet es durch, irgendwann sagt jeder, es reicht. So mache ich nicht weiter. Ich will umkehren. Ich will ins Gebet gehen. Ich will die Hilfe anrufen und erfahren, dass es sie gibt. Jetzt will ich wirklich eine neue Erfahrung machen.